Liebe Schwestern und Brüder, in der Geschichte der Kirche hat es ganz unterschiedliche Modelle gegeben, wie das Amt des Bischofs ausgeübt wurde und wie sich die Bischöfe selber verstanden. Wenn wir im lateinischen Westen, also auch Nordafrika, an die großen Lehrer der Kirche denken, die sehr viel von dem übernommen haben, was damals an allgemeiner Verwaltung schlichtweg zusammenbrach, und das dann mit christlichen Inhalten füllten, etwa Armenfürsorge, Schulwesen, dann in der Ausbreitung des Christentums gerade hier in unserer Gegend, in den großen Klöstern, die Stützpunkte der Bischöfe waren. Wenn wir daran denken, dass es gerade die große Reform des Trienter Konzils war, diese adligen Bischöfe, die es damals gab, bis ins 19. Jahrhundert hinein konnten in unserer Gegend etwa nur adlige Bischöfe werden. Dieses Gesindel zur Raison zu bringen, hat das Konzil von Trient im Grunde genommen 300 Jahre gebraucht. Bis es Einzelne gab, die verstanden haben, worum es geht, die nicht einfach nur aufgrund ihrer Geburt fällig waren, Bischof zu werden, weil sie sich auf ihren Lorbeeren, auf ihren genealogischen Lorbeeren ausruhen konnten. Mir scheint, dass das Modell, das die Heiligen des heutigen Tages, Basilius und Gregor von Nazianz, vorgelebt haben, noch seiner Umsetzung, zumindest in unseren Breiten, bedarf. Sie waren durch und durch Mönche. Mit allem, was das bedeutet. Und sind dann Bischöfe geworden. Die Ostkirche hat bis heute diese Regelung, was aber mit der Zölibatsregelung für die normalen Geistlichen zusammenhängt. Durch und durch Mönch zu sein, und das hat unterschiedliche Ausprägungen. Der hochbegabte Basilius, beide sind hochbegabt, aber Basilius, dem viele Gaben auch der Organisation mitgegeben waren, der bis zum Ende ein großer Bischof ist, einer Riesendiözese, und trotzdem sein Mönchtum nie verleugnet hat, sodass der heilige Benedikt in seiner Regel sagen kann, er ist bei ihm in die Schule gegangen, er ist sein Lehrer. Viele Impulse, die er für den lateinischen Westen aufgenommen und fruchtbar gemacht hat. Gregor von Nazianz ist auch durch und durch Mönch. Er hat dieses apostolische Leben bei Basilius, seinem Freund, kennengelernt. Aber er hat nicht sozusagen diese Gabe, auch nach außen hin aufzutreten. Ein hochsensibler Geist, der gegen seinen Willen von seinem Freund zum Bischof geweiht wird, seine Diözese aber nie in Besitz nimmt, der dann nach Konstantinopel gerufen wird. Das klingt zunächst groß, ist aber gar nicht so groß, weil Konstantinopel ist zu dieser Zeit komplett arianisch. Es gibt eine Mini-Mini-Mini-Gemeinde von Katholiken, also von Rechtgläubigen. Arianismus, ähnlich wie heute, ist politisch korrekt, kommt gut an, kann man gut verbreiten. Wir sind ja auch alle de facto Arianer, weil wir die Gottheit Christi leugnen, zumindest in weiten Teilen. Also nichts Neues. Und schließlich wird dann doch Gregor von Nazianz zum rechtmäßigen Bischof von Konstantinopel bestellt, aber es gibt so viel Widerstände. Auch das ist nicht immer ganz neu. So viele stehen gegen ihn auf, dass er das nicht durchhält. Er hält eine ergreifende Abschiedspredigt, die uns überliefert ist, und zieht sich zurück in seine Geburtsstadt, um wieder als Mönch zu leben. Selbst im Scheitern, liebe Schwestern und Brüder, hat dieses Zeugnis eine ungeahnte Kraft. Heute ist mit dem Scheitern von Bischöfen eher eine gewisse Larmoyanz verbunden. Schade. Man sollte sich an diesen Bischöfen ein Beispiel nehmen. Vielleicht liegt es daran, dass sie eben durch und durch Mönche waren und dass uns dieses Zeugnis heute vorenthalten wird.